Bismillahirrahmanirrahim. Wir wollen jetzt die Ahkam al-Wuquf besprechen, das heißt, das sind die Regeln des Stehenbleibens an den Wörtern, an den Ayat auch. Und wir wollen inshallah jetzt wissen, wie und wann und wo darf man, soll man, kann man stehen bleiben an den Ayat. Und es ist eigentlich ein größeres Thema, aber ich möchte das möglichst zusammenfassend erzählen und ein paar Regeln machen, die, wenn man die nachfolgt und betrachtet, dann kommt man zurecht mit diesem Thema, inshallah, überall im Koran. Also das erste Zeichen, das erste harte Zeichen ist Mim al-Waqf al-Lazim. Und wird auf dem Ende eines Wortes geschrieben. Und das heißt, man darf hier nicht weiter lesen. Man soll hier stehen bleiben, wenn man diese Eier liest. Und das hat natürlich mit der Bedeutung zu tun. Die Bedeutung könnte sich ändern, wenn man weiter liest. Und daher soll man hier stehen bleiben. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Und das sollen wir auch weitermachen. Qala, das nächste Zeichen. Und die bedeutet, oder das bedeutet, al-waqfu aula. Hier konnte man, wenn man möchte, konnte man weiterlesen, aber wäre besser, wenn man nicht stehen bleibt. Das nächste ist Jim al-Waqf al-Ja'iz. Hier kann man stehen bleiben, kann man weiterlesen, ist egal, ist nichts besser, wenn man weiterliest, aber muss man hier gucken. Wann kommt das nächste Zeichen, wenn man Jim hat? Und dann das nächste Zeichen, schon muss man noch ein oder zwei Zeilen noch lesen und man hat keine Luft mehr. Dann sollte man hier lieber stehen und nicht die Eier in die Mitte trennen, wo kein Haltezeichen oder Rufzeichen da ist. Das vierte Zeichen ist Salah. Und das heißt hier al-waslu aula, oder dass man, es wäre besser, wenn man verbindet hier, man darf natürlich anhalten an den Eier, aber wäre besser, wenn man weiterliest, wenn man keine Luft hat, dann wäre besser natürlich, wenn man hier stehen bleibt und nicht weiterliest. Und das letzte ist la. La ist eigentlich La yajuzulwaqf, heißt das. Man darf hier nicht stehen bleiben. Hier ist kein Stehensort. Wenn man nicht steht, aber wenn man gezwungen ist zu stehen, man kann nicht weiterlesen, hat man keine Luft mehr. Dann würde man gerne die letzten zwei oder drei Wörter noch lesen, also den letzten Satz vom Anfang an liest und dann weiter bis zum Ende bringen. Aber hier ist kein Halteplatz oder ist kein Waqf hier an den Eiern. Diese Zeichen, die haben die Gelehrten nach dem Propheten Muhammad SAW alle geregelt. Man konnte schon Unterschiede zwischen dem Koran und dem anderen Koran, zwischen der Ausgabe und der anderen Ausgabe finden. Und das spielt eigentlich keine große Rolle. Es gibt noch weitere Regeln zum Koran, zum Stehenbleiben im Koran. Und diese Regeln, die haben mit der Bedeutung zu tun. Wenn man merkt, dass die Bedeutung sich ändert, wenn man stehen bleibt, dann darf man oder dann soll man weiterlesen. Wenn nicht, dann kann man anhalten. Das sind alle komplizierte Regeln. Das bedingt natürlich, dass man die arabische Sprache beherrscht und dass man weiß,
wo es zu stehen ist und wo nicht. Aber in diesem Kurs, das ist eigentlich gerichtet an den Deutschen, die das Arabische nicht gut können, dass die auch den Koran inshallah fehlerfrei lesen. Ich hoffe, das war alles verständlich und dass ihr das nützlich gefunden habt. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.